zuerst miteinander. Heute schauen wir uns die Egerschrinne bzw. schauen wir auch die Pyramidenspitze. Ist ein total nördlich ausgerichteter Rinn. Geht seit waren ca. 4 Stunden bis zu über 1100 Höhenmeter. Und eben der Aufwand ist zum Gehen, ist nur eigentlich im Frühjahr begehbar oder sicher begehbar, sagen wir es so. Und darum haben wir uns jetzt heute dafür entschieden. Ja, eine Dame ist der Fahrrad vorbeigeradelt und hat uns schon darauf vorbereitet, dass wir ein Stückchen gehen müssen. Und das wird vermutlich so eine Stunde bis 45 Minuten sein. Schauen wir mal, ob wir das rauslaufen und ob wir die Ski ausschneiden können. Ja, eben, jetzt sind wir vom Ballplatz weg, jetzt über Forststraße. Erst der Boden nach Schoda, geht's los und dann gehen wir da auf einen auflassenden Forstweg weiter in die Rinne rein. Viel Spaß dabei! Jetzt sind wir ungefähr eine halbe Stunde gegangen. Es sind unten vereinzelt noch Schneeflecken gewesen, über die wir aber vorne nicht kennen. Wir haben jetzt die Bergschuhe rauslassen und haben die Ski auf den Buckel gelassen. Und eben, jetzt fängt der Schnee an. Da ist die Egerst drin. Da schauen wir jetzt auf. Jetzt ist es zum Umziehen, Ski legen und dann geht es bergauf. Jetzt sind wir da mal das erste Stück raufgegangen. Ist sehr spannend. Und eben jetzt ist da schon ein paar Stücke runter. Da schneiden wir uns jetzt die Ski auf den Rücken und gehen so rauf. Dann kommen die steile Stücke hinter uns und jetzt ziehen wir uns die Ski wieder an. Ab da darf es bis auf wie gut gehen. Zwei Stunden sind wir auf dem Weg schon. Wir müssen da oben rauf. Hier sind schon ein paar Leute oben, die wir jetzt nicht durchfahren. Das steilste Stücke kommt noch. Und ja, ziemlich hauschig. Aber es geht ganz gut voran. Ja, wir sind jetzt da gibt schon eine von den steilsten Stellen kurz vor der Rinne, kurz vor dem Einstieg. Und eben, jetzt haben wir uns gedacht, als Übung machen wir wieder über die Stecken, dass wir die Steilheit außer messen, in Anführungszeichen. Und da gibt es einen ganz einfachen Schnee. Man drückt einmal einen Stecker rein in den Schnee. Ist jetzt, da ist ein bisschen Chronik, müssen wir uns halt merken. Ungefähr da ist das untere Ende. Da ist das obere Ende. Dann sticht man mit dem ersten Stecken um ein. Und den zweiten legt man spitz auf spitz. Und dann schaut man, wo sticht der unten ein. Da ist es jetzt so, dass es hübsch genau ausgeht, dass genau 30 Grad sind. Haben wir jetzt
hübsche Steilstück erwischen. Suchen muss ich halt im Gelände noch einmal vergewissern, wie der steil das jetzt da ist oder auch nicht. So, Kameraden. Jetzt sind wir kurz vor der Rinn. Da drüben war es. Wir haben jetzt halt von dem, was runtergekommen sind. Aber auch stark die Empfehlung gekriegt, ohne Steigeisen und Blick hier sollte man nicht auf, weil es echt eine hübsch spaßbefreite Zone ist. Deswegen haben wir uns jetzt entschieden, dass wir uns da Feuer legen und uns auch wieder die Sonne sitzen, gemütlich unseren Tee trinken und runterfahren. Wir brechen also die Tour jetzt so an. Ist es gescheiter, weil wir am Ende des Tages sicher daheim, weil da unnötig was riskieren. Wieder gut heruntergekommen. Jetzt konnten wir uns die Wanderschuhe wieder anziehen. Die haben wir sicher verstaut. Mit dem Sack einfach aufgehängt auf den Ast, dass die nicht der Fuchs verzahlt oder was. Und jetzt schauen wir zurück und machen noch die Teile, die was bei der Vorstraße befahrbar sind, unsicher. Und dann schwingen wir uns auf den Gartenterrassen hier. Auch mit der. Und wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren nicht vergessen.